Hey, schön euch zu sehen. Kommt mal rein. Ich stelle mich mal kurz vor. Ich bin der Herr Opper, bin Sozialpädagoge hier an der Schule und wir sind eure Ansprechpartner hier an der Schule. Falls irgendwas ist, kommt ihr bei uns vorbei und könnt mit uns quatschen. Und ihr seht uns vielleicht auch im Unterricht ab und zu mal als Gäste, die dabei sind und mit euch vielleicht auch ein paar coole Sachen machen. Im Nachmittag betreue ich noch den LSB-Bereich, den gucken wir uns gleich mal ganz kurz an. Und dann lernt ihr auch noch die anderen Kollegen hier an der Schule kennen, die auch von der Schulsozialarbeit sind. Und dazu nehme ich mal die Maske mit. So, wir gehen mal hier rüber. Da seid ihr ja. Ich bin die Frau Salzner. Ich bin hier die Schulsozialarbeiterin an der Schule und ihr seht, ich habe hier ein eigenes Büro. Wenn ihr mal quatschen wollt, wenn ihr was auf dem Herzen habt, wenn es euch mal nicht so gut geht oder ihr Probleme habt zu Hause oder auch hier in der Schule, dann könnt ihr vorbeikommen, dann machen wir einen Termin aus und dann können wir uns unterhalten. Die Besonderheit ist, ich habe Schweigepflicht. Das bedeutet, das ist wie ein Geheimnis. Wenn ihr ein Geheimnis mir anvertraut, dann darf ich das erstmal nicht weitererzählen. Genau, ansonsten sehen wir uns wahrscheinlich irgendwann mal in einer Klasse, da machen wir zusammen den Klassenrat oder wir sehen uns auf dem Schulhof. Jetzt lernt ihr noch den Herrn Nahstedt kennen. Viel Spaß! Tschüss! Hallo, ich bin der Herr Nahstedt. Das ist mein neues Büro. Ich bin auch ganz neu, deswegen sieht es hier noch nicht ganz so fertig aus, aber ihr könnt gerne trotzdem mal reinschauen. Die Tür steht für euch auch immer gerne offen. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Meine Kollegen haben bestimmt schon ganz viel erzählt, was wir so machen. Genau, ich habe auch ein offenes Ohr und freue mich, euch kennenzulernen.